Es ist Zeit, euch den ehemaligen Champ-Champ der UFC, Henry Triple C Cejudo, in 120 Sekunden vorzustellen. Zuallererst wusstet ihr, dass er der erste und bislang einzige Olympiasieger ist, der auch UFC-Gold sammeln konnte? Auf die Goldmedaille im Freistilringen bis 55 Kilogramm von Peking 2008 ließ der heute 36-Jährige nämlich erst den UFC-Titel im Fliegengewicht 2018 und gerade mal ein Jahr später, 2019, den Titel im Bantamgewicht folgen. Henry Cejudo wurde am 9. Februar 1987 in Los Angeles, Kalifornien als Sohn zweier mexikanischer Einwanderer geboren. Sein Vater hatte massive Alkohol- und Drogenprobleme, die dazu geführt haben, dass Cejudo als kleines Kind gemeinsam mit seiner Mutter und 6 Geschwistern in einen anderen Bundesstaat zog, während der Vater im Gefängnis saß, um sich vor dem gewalttätigen Familienalltag zu retten. Diese bewegte und von Armut geprägte Kindheit sollte ausschlaggebend für den weiteren Verlauf von Henrys Leben werden. Denn in der Schule fand Cejudo den Weg auf die Matten, wo er durch seinen Kampfgeist mehrere nationale sowie internationale Medaillen gewinnen konnte, bevor er nach dem College den Sprung ins US-Olympiateam schaffte, für das er, wie schon erwähnt, bei den Olympischen Sommerspielen von 2008 in Peking die Goldmedaille im Freistilringen gewinnen konnte. Der 1,63 Meter große Kämpfer ist aktuell wieder bei der UFC unter Vertrag, nachdem er seine MMA-Profikarriere, die 2013 begann, im Jahr 2020 vorerst beendete. Er kämpfte bislang im Fliegengewicht bis 57 und im Bantamgewicht bis 61 Kilogramm. Mit einem Kampfrekord von 16 Siegen und nur 2 Niederlagen ist es Cejudo gelungen, in beiden Gewichtsklassen der Champion zu werden und wurde so einer von gerade mal 4 Kämpfern, die 2 Titel zeitgleich hielten. Er ist ebenfalls einer von nur 2 Kämpfern, die auch beide Titel jeweils verteidigt haben. Du willst mehr über die besten Kämpfer der Welt erfahren und ob Triple C sein Comeback am 7. Mai gegen Sterling um den Bantamgewichtstitel gewinnen wird? Dann like diesen Beitrag, abonniere uns und sei gespannt auf weitere News, Facts und Rumors rund um den Sport, den du liebst.